400 bewaffnete Adlige, Honoré? Ohne den General Lafayette. Genug! Die Luft ist geschwängert von eurem Gepolter. Nur heiße Luft und keine Taten. Doch dieser Mann bringt frohe Kunde. Arno, was erfuhrst du von dem Silberschmied? Vergiftet. Sie holen auf. Germain fertigte sie und noch weitere. Für einen gewissen Mann namens Lafreniere. Bist du sicher? Gewiss. Großmeister de la Serre lobte immer seine Loyalität. Also gut. Ich denke, die Sache ist klar, Arno. Finde Monsieur Lafreniere. Das habe ich bereits getan, Monsieur. Er ist keine Gefahr. Was sagst du da, Pisspot? Ich hatte eine Spur zu Lafreniere. Ich folgte ihr und tötete ihn. Unvorstellbar. Was hast du dir dabei gedacht? Ihr widersetzt euch den Krieg. Den Rat nochmal umgekehrt. Ich hier ein neues Arschloch. Obwohl der Rat deinen Eifer bewundert, ist es nicht an dir, dein Ziel zu wählen. Du hättest uns Bericht erstatten müssen. Vergib mir, Mentor. Ich habe in ihm den Mann hinter Monsieur de la Serres Ermordung vermutet. Und als ich dann weitere Hinweise vorfand, die für einen groß angelegten Schlag gegen die Bruderschaft sprachen, schritt ich zur Tat. Vermutungen? Hinweise? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Lafreniers Motivation. In seinen Erinnerungen sah ich, wie er einen Brief schrieb, um Monsieur de la Serre vor dem drohenden Betrug zu warnen. Als er von dem bevorstehenden Angriff sprach, erwähnte er einen Club in Marais, doch keines unserer Verstecke. Und was schließt du daraus? Ich weiß es nicht. Ich würde es gern weiter untersuchen. Das gefällt mir nicht. Der Junge ist ein begabter Assassine. Doch ist er besessen von persönlicher Rache. Ein anderer sollte der Spur folgen. Wir haben keine Zeit. Was immer Lafreniere auch plante, es geschieht heute Nacht. Diesmal bat er um Erlaubnis, Guillaume. Ah. Dann geh, sieh, was du findest. Aber überstürze nichts mehr. Ja, Mentor. Hey, Arno. Das ist der Ort. Woran war Lafreniere nur so interessiert? Bringt ihn nach oben. Beeilung! Latouche, alter Freund. Ihr kommt ganz schön rum, oder?
dich um! Wer weiß. Und wenn du klug bist, ignorierst du es. Was soll das denn bedeuten? Unter Tiberius war die Huldigung Brutus ein Verbrechen, das mit dem Tode bestraft wurde. Caligula verdammte zum Tode, wenn er Sakrileg beging, sich vor dem Bild des Herrschers zu entblößen. Als die Tyrannei das Verbrechen der Majestätsbeleidigung erfand, wobei es sich um belanglose oder heroische Taten handeln konnte, wer hätte da noch zu glauben gewagt, er würde mit einer milderen Strafe als dem Tod davonkommen? Machte er sich doch derselben Straftat schuldig. Wie lange sollen wir noch als warten? Der Fanatismus. Ich muss mich um meine Geschäfte kümmern. Nur etwas länger. Aus der Großmeister will die Reihen der Politiker lichten, bevor wir beginnen. Und dann erfahren wir auch den Grund für das Verletzen des Sakrileges. Es wird sich alles klären. Sich dabei das schmeckt mir nicht. Der Plan ist viel zu unsicher. Und wir dürfen auch Lafreniere nicht außer Acht lassen, der uns alle ans Messer liefern will. Ihr habt es noch nicht gehört. Was gehört? Lafreniere ist tot. Selbst du? Ja, ja. Es wäre... Die Todesstrafe ist notwendig. So ist das mit den Assassinen. Zeigen ihnen eine Templerverschwörung und sie fragen nicht lange, sondern schlagen sofort zu. Nicht aufhalten. Sie sind schön. Haben wir alle diese gedacht, mit der das Gesetz Kommt, im Sinne der Menschen zu handeln vermag? Ach, wie viel physischen und moralischen Schmerz kann ein Mensch vor dem Tod ertragen? Der Lebenswille kapituliert vor dem Stolz, der gebieterischsten aller Passionen, die das Herz eines Mannes beherrschen. Die schlimmste aller Strafen für einen Mann der Gesellschaft ist die Strafe. Der Verwendung. Seid ihr fertig? So gut wie. Ich habe noch keine Geräusche. Das Problem kann das den ganzen Tag machen. Aber du? Du hast vielleicht noch eine Stunde, höchstens zwei. Eine halbe mit den scharfen Werkzeugen. Also, warum lassen wir nicht die Spielchen und kommen zum Punkt? Sag mir, wo es ist, und du hast es hinter dir. Wie war das? Ihr seid sehr klug. Rui, mach dir sauber, schnell. Komme sofort. Ihr habt das Wiesel gehört. Warft ihr ihn wirklich aus dem Fenster? Abfall gehört in die Gosse. Fahrlässig. Jemand hätte es sehen können. Wer? Meine Jungs überwachen hier alles. Jeder gute Samariter wird's bereuen. Das hoffe ich. Der Großmeister wird nicht erfreut sein, wenn der ganze Plan wegen eines toten Tagelöhners auffliegt. Wenn Paris noch etwas länger leiden muss, um die Welt umzugestalten, dann muss es so sein.
Warum beseitigen wir ihn nicht einfach? Einer meiner Männer, ein Messer, eine dunkle Gasse, ein Kinderspiel. Wir brauchen einen Sündenbock, Kapitän, keinen Märtyrer. Übt euch in Geduld. Bei allem Respekt, Großmeister. Geduld ist schön und gut. Doch je länger wir warten, desto größer die Gefahr der Entdeckung. Die Assassinen fanden Sivert und den Rohr de Thun bereits. Sivert und der Rohr haben ihren Zweck bereits erfüllt. Ihr Ableben ist zwar unerfreulich, aber kein Hindernis. Und die Assassinen haben ihren Nutzen unter guter Führung schon bewiesen. Was ist mit de la Serres Brut? Wenn sie die alte Garde um sich scharen kann, wird sie zu einer Gefahr. Darüber macht euch mal keine Sorgen. Wieso nicht? Mademoiselle de la Serre macht sich bald auf den Weg zum Hotel Voisin. Zu einem Treffen mit Monsieur Lafrenière. Leider kann Monsieur Lafrenière hier nichts mehr sagen. Elise! Raffiniert, Großmeister. Doch ihr hattet auch schon Reibereien mit den Assassinen. Bei allem Respekt. Oh, was ist das denn? Mein Spion, Männer! Findet den Spion! Lasst den Spion nicht entwischen! Je vous en prie, Teufel! Fangt ihn! Heute auf der Kamera!